Der Japantag befindet sich nicht nur direkt an der Promenade mit Rheinblick, sondern ist auch im Herzen Düsseldorfs. Jährlich wird er von mehr als 500.000 Menschen besucht. Und diese drei Dinge solltest du unbedingt beachten, bevor du das erste Mal dort bist. Schließ dich einer Gruppe an oder geh mit Freunden hin. Sucht euch einen schönen Platz, wo ihr euch ausruhen könnt. Dafür braucht ihr natürlich Decken zum Sitzen und genug Verpflegung. Klar gibt es Stände vor Ort, wo ihr etwas kaufen könnt, so wie der Rewe in der Altstadt. Aber bei über 500.000 Besuchern kannst du dir vorstellen, was da los ist. Gib der Hackmeile eine Chance. Hat man sich einmal überwunden, dort mitzumachen, möchte man gar nicht mehr aufhören. Und das Wichtigste, sobald jemand Helga ruft, ruf es zurück. Hast du noch Tipps für den Japantag? Helf den anderen gerne in den Kommentaren und...